Um uns die Arbeit in Excel noch einfacher und komfortabler zu gestalten, bietet Excel die Möglichkeit, Makros aufzuzeichnen. Makros sind kurze Befehlsfolgen, die immer wieder durchgeführt werden sollen. Bevor wir das tun können, ist es aber wichtig, dass im Registerblatt Dateien bei den Optionen die Entwicklertools für Sie freigeschalten sind. Das findet man im Menüband anpassen und hier müssen die Entwicklertools hier hinzugefügt werden. Wenn das bei Ihnen nicht von Haus aus installiert ist, kann natürlich je nach Einstellung unterschiedlich sein, dann fügen Sie das hier bitte ein. Sollten Sie das nicht installiert haben, dann ist es notwendig, dieses nachträglich zu installieren. Wenn wir das haben, finden wir hier oben im Registerblatt Entwicklertools das Registerblatt Entwicklertool und hier auch den Punkt Makro aufzeichnen. Bevor wir ein Makro aufzeichnen, ist es wichtig, uns klar zu werden, was wir in diesem Blatt tun sollen. Ich habe hier ein Datenüberprüfungsfeld, so wie wir das vorher auch schon kennengelernt haben bei Datenüberprüfung, wo ich einerseits hier wiederum das Bundesland auswähle und darunter mit der Verschachtelung eben wiederum die dazugehörigen Städte. Ich habe hier nun etwas andere Bundesländer und andere Städte genommen. Sie sehen eben, das kann man sehr einfach und frei gestalten. Aufgabe ist es nun, hier etwas einzugeben. Das heißt, wenn ich hier Oberösterreich eingebe, dann hier die Stadt dazu auswähle und einen Wert. Das ist eben hier jetzt nur eine Simulation für Schritte, die je nach Komplexität im Unternehmen oder im Arbeitsablauf regelmäßig vorkommen können. Diese Werte, die hier nun überprüft würden, werden hier in unsere Tabelle eingefügt. Zu diesem Zweck muss ich einmal die Zellen einfügen. Nachdem hier die eingefügte Zelle immer fett markiert wird, tun wir das weg und kopieren dann von hier heroben die Werte mit Werte einfügen hier unten hin. Das gleiche machen wir für die Stadt, auch wiederum den Wert, weil wir die Formatierung nicht übernehmen wollen, und auch für den Wert, den wir letztendlich hier einfügen wollen. Und zu guter Letzt soll das Ganze gelöscht werden, damit wir eben für den nächsten Datensatz bereit sind und wollen hier wiederum anfangen. Diese ganze Prozedur ist durchaus mühsam und wenn man das jedes Mal machen muss, vergeht sehr viel Zeit. Hier kann uns eben, wie gesagt, ein Makro helfen. Wenn wir hier anfangen, ich füge hier nur einmal noch einmal Werte ein. Dann gehen wir nun zu den Entwicklertools und starten einmal Makro aufzeichnen. Wir können hier nun das Makro benennen, einen Makronamen vergeben und nennen wir hier mal Eingabe. Wir könnten hier auch einen Shortcut, also eine Tastenkombination vergeben. Können definieren, wo das Ganze abgespeichert werden soll. Hier macht es durchaus Sinn, das Ganze in dieser Arbeitsmappe zu lassen. Und nachdem es durchaus auch vorkommen kann, dass man mit Tabellen nicht regelmäßig arbeitet, sondern nur in periodischen Abständen, macht es durchaus Sinn, eine Beschreibung einzufügen, damit man auch später weiß, was dieses Makro macht. Eingabe der Werte in die Tabelle. Sagen dann okay und nun sehen wir hier oben ist, wo zuerst Aufzeichnung, also Makro aufzeichnen gestanden ist, sehen wir nun Aufzeichnung beenden. Und wir gehen nun Schritt für Schritt das durch, was das Makro für uns tun soll. Das heißt, im ersten Schritt wollen wir hier einmal die Tabellen Zeile einfügen. Wir nehmen wiederum das Fett weg, kopieren uns das Bundesland hinunter, wiederum mit dem Wert, kopieren uns
die Stadt hinunter, auch wiederum mit dem Wert, und wir kopieren uns den Wert hinunter. Im letzten Schritt löschen wir hier oben unsere Eingaben und stellen uns hierher. Das war nun die Prozedur, die wir vorher ja schon einmal durchgegangen sind, und nun können wir die Aufzeichnung beenden. Jetzt haben wir das Makro hier abgespeichert. Wir sehen, dass hier haben wir eben unser Makro abgespeichert. Was wir nun noch machen möchten, ist einen Button in dieses Blatt einzufügen, das dann dieses Makro auch aufruft. Wir gehen hier auf Einfügen in die Autoformen und fügen hier einfach einen Knopf ein. Wir können hier auch noch Formeffekte wie Schatten, Spiegelungen oder wie auch immer mit einspielen, je nachdem, was Ihnen am besten gefällt, und können den Button auch benennen. Eingabe in die Liste. Wir können hier nun auch in unserem Startfeld definieren, wie das Ganze ausschauen soll, also die Schriftgröße verändern, das Ganze fett machen. Und wenn wir nun mit der rechten Maustaste auf diese Form klicken, dann sehen wir hier den Punkt Makro zuweisen. Und hier wollen wir eben Eingabe diesem Makro zuweisen. Drücken auf OK. Und wenn wir nun den nächsten Datensatz eingeben, also beispielsweise wir wählen jetzt aus Niederösterreich, haben hier die Stadt Tulln und unser Wert nehmen wir einfach nur einen fiktiven an, sind 97, und wir drücken nun auf Eingabe in Liste, dann sehen wir, dass die Prozedur, die wir vorher aufgezeichnet haben, automatisch durchgeführt wird. Das heißt, die Werte, die wir vorher hier oben eingegeben haben, werden hier unten eingefügt, die Tabelle wird verlängert und wir sind hier bereits wiederum in unserer Überprüfungsmaske und können den nächsten Datensatz nun eingeben.